gentlemen, here is Big Diesel Jeff Ford. And his opponent, he fights out of the red corner. He weighed in at 240 pounds. He's wearing red, trimmed in gold. Originally from Kiev, Ukraine, he now lives and fights out of Hamburg, Germany. He is undefeated as a professional with 4 wins by knockout. Ladies and gentlemen, introducing Alexander Dimitrenko. Schon vor Wladimir Klitschko konnten die amerikanischen und die deutschen Boxfans heute Abend also den Boxer in Augenschein nehmen, der eines nicht so fernen Tages vielleicht der Nachfolger von Vitali und Wladimir Klitschko werden könnte als Weltmeister im Schwergewicht. Genau das trauen nämlich die Experten dem 20 Jahre alten Alexander Sascha Dimitrenko zu, der wie die Klitschkos aus Kiew in der Ukraine kommt und wie sie für den Universum-Boxstall kämpft. Sein Spitzname ist Babyface, das Kindergesicht, und angesichts dieses Bildes hier kann man sich leicht vorstellen, woher dieser Spitzname kommt. Sein Trainer Fritz Sdunek, der schwärmt geradezu von ihm. Er sei heute schon weiter als die Klitschkos bei ihrem Profidebüt 1996. Und Manager Klaus-Peter Kohl, der ist sich ganz sicher, dass er auch künftig einen Weltmeister im Schwergewicht im Stall haben wird. Und er wird demnächst sogar den 17-jährigen Bruder von Alexander, nämlich Anton, unter Vertrag nehmen. Jeff Ford, ein eher typischer Aufbaugegner, 22, der Amerikaner, 10 Kämpfe, 4 Siege, 5 Niederlagen. Er hat je 3-mal durch K.O. gewonnen und verloren. Also nicht unbedingt eine allzu schwere Hürde für Sascha Dimitrenko. Er diktiert gleich von Beginn an den Kampf mit seiner langen linken Fürhand. Die versucht dann immer Platz zu schaffen für die rechte, die er so mit unglaublich viel Kraft schlagen kann, als Haken, als Gerade oder auch als Cross. Ganze 20 Jahre alt ist Dimitrenko, 1,98 Meter groß. Genauso groß wie Jameel McCline, den wir nachher ja gegen Klitschko sehen werden. 5 Kämpfe, 5 Siege, seine Bilanz bisher. 4 dieser Siege feierte er durch K.O. Genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr feierte Dimitrenko sein Profidebüt, und er hat als Profi ganze 11 Runden erst im Ring gestanden, weil er 3 Gegner schon in der ersten besiegen konnte. Ford versucht zu treffen, ist zu ungenau. Distanziert schlecht und hat natürlich auch Respekt vor der Schlagkraft des Ukrainers, die sich natürlich auch bis hier herumgesprochen hat in die USA. In der Schwergewichtsboxen, die Szene wird hier natürlich weltweit so genau verfolgt wie in keiner anderen Gewichtsklasse. Die letzten 7 Sekunden dieser ersten Runde, und es ist ganz eindeutig zu sehen, und es hätte gar nicht dieser linken Bedurf, dass Dimitrenko diesen Kampf dominiert. Zum Kopf, und da muss Robert Bird, der Ringrichter, das erste Mal zählen. Dann aber kommt der Gong und bewahrt Jeff Ford aus Kansas City in Missouri zunächst vor Schlimmerem. 110 Kilo wiegt er, Alexander Dimitrenko, und rechts, da sehen Sie seinen Trainer Fritz Sdunek. Dieser Fritz Sdunek, der analysiert immer sehr gut. Er lässt die Boxer erst einmal in Ruhe kommen, ein bisschen durchpusten, und dann gibt es ganz kurze Erinnerungen an die letzte Runde und dann den Ausblick auf die nächste. Die rechte und dann die linke hinterher. Und die richtige Wirkung erzielte eigentlich schon diese rechte. Und die linke vollendete. Haben Sie das gesehen? Am Kinnwinkel vorbei, ein bisschen abgerutscht. Sascha Dimitrenko und dann die linke hinterher. Die zweite Runde. Dimitrenko ist gestern erst angereist, um den Folgen des Jetlags möglichst aus dem Weg zu gehen, denn der macht sich erst am dritten Tag richtig bemerkbar. Und auch hier hält er seinen Gegner immer mit der linken gut auf Distanz. Die auch erstaunlich beweglich für dieses hohe Körpergewicht von 110 Kilo. Nicht so viel wie Wladimir Klitschko, keine Schlagwirkung. Da hat er seinen Gegner einfach weggeschubst und versucht immer wieder variabel hier mit zwei linken Haken auf die Leber des Amerikaners. Jeff Ford, eine schöne Boxlektion in Sachen variabler Schläge, in Sachen Flexibilität. Und Sie sehen, was in diesen Fäusten für eine Kraft steckt, und er ist ja noch ganz jung, er ist ja noch gar nicht als Boxer richtig ausgereift, da hat er bestimmt noch 4, 5, 6 Jahre Zeit. Und er trainiert ja schon mit den ganz Großen, mit den Klitschkos, mit Juan Carlos Gomez, auch mit Ex-Europameister Luan Krasniqi. Und er stellt sogar manchmal die Klitschkos schon vor leichte Probleme. Dimitrenko hat das sehr gut gemacht in dieser zweiten Runde, die auch eindeutig an ihn geht mit 10:9 Punkten. 10:8 war die erste gewertet worden. Hat nicht blindwütig nachgesetzt, kassiert hier mit dem Gom noch einen Treffer, aber der tat ihm sicherlich nicht sonderlich weh. Hat also nicht blind nachgesetzt, was natürlich auch immer das Risiko birgt, dass man dann plötzlich mal in einen Konter des Gegners läuft. Ist auch gar nicht schlecht, dass er mal über vielleicht auch längere Distanzen gehen muss, um auch mal einschätzen zu können, was sein Körper hergibt, wozu er in der Lage ist, und dass er auch halt mal 4, vielleicht eines Tages 6, 8 Runden gehen kann. Und Sie sehen auch in dieser Zeitrückeneinstellung, wie mit welcher Kraft Dimitrenko schlagen kann. Und man sieht auch, dass Ford durchaus über Nehmerfähigkeiten verfügt. Manch anderer Gegner von Dimitrenko ist da schon vorzeitig eingeknickt. Die dritte Runde. Dimitrenko hat übrigens auch eine tolle Amateurkarriere hinter sich. 65 Kämpfe, von denen er 57 gewonnen hat. Aber man höre und staune, 35 Kämpfe als Amateur durch K.O. Er war mit 18 Juniorenweltmeister, mit 19 dann schon russischer Seniorenmeister, also ein absolutes Ausnahmetalent. Und er hat dazu auch noch Köpfchen. Er hat wie die Klitschkos Abitur gemacht und er will in Hamburg die freie Zeit außerhalb des Boxens zu einem Sportstudium nutzen wie die Klitschkos und zusätzlich auch noch Spanisch lernen. Auf Deutsch kann er sich auch schon ganz ordentlich verständigen. In dieser dritten Runde dominiert Dimitrenko nicht mehr so klar wie in den ersten beiden. Vielleicht sind die 9 Stunden Zeitdifferenz doch eine Ursache dafür, dass die Konzentration, die Kraft ein bisschen nachlässt. Aber auch so stellt ihn der Amerikaner vor keine sonderlich großen Probleme. Sie sehen es im Hintergrund, als die beiden hier in den Ring verdatten, war die Halle noch nicht sonderlich gut gefüllt. Aber viele Experten waren da, wollten sich unbedingt diesen jungen Mann angucken. Viele amerikanische Manager. Aber er ist ja ebenso wie die Klitschkos sehr eng angebunden an den Universum Boxstall. Da brauchen sie sich gar keine Hoffnung zu machen, dass der vielleicht von der Fahne und zu ihnen überlaufen könnte. Nicht distanziert hier diese beiden Hände. Und auch die rechte kommt jetzt nicht mehr so häufig und so genau, da fehlt ein bisschen die Kraft. So, der Gong nach der dritten Runde und auch die geht an Alexander Dimitrenko. Weggehen und den rechten Augen. Nochmal die Hand geben, jetzt von Kiewer. Und schwer, schwer heute? Ein bisschen. Ja, das hören Sie. Da kam die Frage von Fritz Sdunek, ja, fällt schwer heute. Der merkt sofort, der guckt dem Jungen nur ins Gesicht und weiß sofort, na, das ist nicht der Sascha, wie er vielleicht in Deutschland boxen würde. Oder wenn er hier 14 Tage vorher angereist wäre und sich akklimatisiert hätte, angepasst hätte in die Zeit. Aber Fritz Sdunek sieht auch, der Weltmeistermacher, dass er keine großen Probleme mit Jeff Ford hat. Die vierte und letzte Runde. Und wenn die über die Zeit geht, dann hat Dimitrenko immerhin schon 15 Runden als Profi absolviert. Natürlich auch Reichweitenvorteile mit diesen langen Armen. Das haben Sie hier sehr schön sehen können. Ford kommt überhaupt gar nicht in die Nähe, um seinerseits Treffer anbringen zu können. Wieder vorbei, die linke des Amerikaners. Das gehört natürlich auch zu einem guten Boxer, dass er die Distanz zum Gegner richtig einschätzen kann, dass er rechtzeitig weggeht, einen kleinen Schritt zur Seite macht oder zurück, um den Schlägen zu entgehen. Der Ford ebenfalls jetzt zunehmend mit der Kraft am Ende. Die Schläge hinterlassen natürlich auch Wirkung zum Körper, die nehmen die Luft. Und die zum Kopf, die möchte ich auch nicht bekommen, die Sascha Dimitrenko da austeilt. So, Da hat er sich gar nicht so sehr aufgelehnt. Da hätte Dimitrenko weitermachen können. War ein bisschen überrascht. Hat das vielleicht angesehen als Zeitnehmen. Aber er hätte Freud dann schon aufs Knie gehen müssen, damit der Kampf unterbrochen wird. Also da kommt eine tolle Boxgeneration aus der Ukraine nach Deutschland. Dimitrenko ist ja schon der 6. Boxer von dort bei Universum. Er wird auch weiterhin vorsichtig aufgebaut werden. Die größeren Kämpfe, die dürften dann fällig werden, so in 2 Jahren frühestens. Vielleicht mal eine Europameisterschaft im Schwergewicht. Je nachdem, wer denn dort Titelträger ist. Im Moment ist das ja auch einer aus dem Universum Boxstall, der Türke Sinan Samil Sam. So, die letzten 8 Sekunden. Und wenn jetzt nicht mehr ein Lucky Punch dem Amerikaner gelingt, und das kann jetzt nicht mehr passieren, denn da kommt die Glocke, dann bleibt Alexander Dimitrenko auch nach seinem 6. Kampf als Profi weiter ungeschlagen, feiert seinen 6. Sieg, und an diesem Punktsieg gibt es überhaupt keinen Zweifel. Früher galt ja immer so für Boxer aus Deutschland die Regel, wenn du im Ausland gewinnen willst, dann musst du schon durch K.O. gewinnen. Aber dieser Mann ist so gut, dass er im Ausland, dass er hier im Mekka des Boxens in Las Vegas auch nach Punkten gewinnen kann. Daran gibt es für mich keinerlei Zweifel. 4, 5 Punkte Differenz müssen die Punktrichter zugunsten von Dimitrenko auf ihrem Zettel haben. Ansonsten lägen sie nämlich verkehrt. Doch er hat sich ungeheuer gefreut, wie es dem Tüchler, darüber, dass er diese Chance bekommen hat, hier boxen zu können. 40-34, 40-35 und 40-34. Also sie haben ihn mit 5 oder sogar 6 Punkten teilweise in Front gehabt, die Punktrichter. 6 Kämpfe, 6 Siege, er bleibt weiter.